Schlüssel. Geil. Lauf. Ich heiße auch Billy, aber mein Papa sagt, ich soll nicht mit dir spielen. Oh, warum das denn? Mein Papa sagt, ihr seid ein schlechter Umgang und schlechter Einfluss und Diebe und Bettler und Penner und ihr könnt nicht lesen oder schreiben. Ihr seid dumm und stinkt und ihr seid viel zu faul für ehrliche Arbeit. Mein Papa ist tot, aber Mama sagt, die Weißen sind total gemein und haben was gegen uns. Und zwar, weil sie alle Schwarzen als Sklaven gehalten haben und das nicht mehr dürfen. Darum kann ich nicht die gute Toilette auf dem Jahrmarkt benutzen. Und ich darf nicht in den Laden rein, um Kaugummi oder Limo zu kaufen. Und welches Kaugummi magst du? Injun Scouts. Rot oder gelb? Gelb. Ich mag die roten nicht. Die roten schmecken wie Kotze. Ja. Was hast du in dem Glas, Billy? Ach, gar nichts. Damit fange ich Kaulquappen. Und was machst du mit den Kaulquappen im Glas? Ich beobachte einfach, wie sie schwimmen. Und ich gebe ihnen Krümel und Möhren vom Hof. Dann werden sie zu Fröschen. Also, ich habe Kaulquappen am Fluss gesehen. Komm mit, ich zeig sie dir. Oh, okay. Komm schon. Du hast mir auch diesen Ring gezeigt, Mama. Für die besondere Person in meinem Leben. Nun, ich hab sie gefunden. Komm schon, guck mal, Billy. Da, die Ratte ist in den Wischeimer gefallen und kommt nicht mehr raus. Da. Sie ertrinkt. Wahrscheinlich. Rette sie schon, Billy, sie ertrinkt! Ist nur eine Ratte, die ist eklig, frisst unser Essen, verbreitet Bakterien und kackt in unsere Schränke. Sie stirbt! Sie stirbt, Billy! Guck mal! Billy! Komm zurück! Geschafft, Billy! Du hast sie gerettet! Kleines Kerlchen. Wie alt ich da wohl war? War das 1920? 9? Vielleicht 10? Friends Brief.
Also. Da ist noch eins und da unten sind noch mehr. Also laufen wir am besten hier so lange. Dieses Leben steckt voller Elend, Not und Kummer, Willi. Noch bevor du das Ende erreichst, bist du alt. Aber denk dran, mein Junge. Am Ende wird alles gut. Sie war, glaube ich, der Hund, oder? Das war, glaube ich, der Hund. Der Erge, glaube ich, sein. Willi? Ja? Kann ich dir was verraten? Sicher. Und du sagst es nicht weiter? Ja, klar. Ich flüster es. Du irgendwo da draußen bist, Billy. Schlägst dich immer noch. Durch die Welt der Lebenden. Ja. Es gibt zwei Optionen. Entweder ich zahle viel Geld für eine neue Taschenuhr, oder du steigst in den Brunnen und holst sie raus. Okay. Du bist anscheinend als Kind die Uhr reingefallen. Was soll das Geschrei? Andy und Howie, sie sind mir nachgelaufen. Sie haben mich festgehalten und mein Taschenmesser geklaut. Was zum Teufel ist los mit dir? Wenn du das zulässt, werden sie das immer wieder tun, bis nichts mehr da ist. Ich hab dir das Messer gegeben. Du musst darauf aufpassen. Das ist deine Aufgabe. Ich rede mit ihren Eltern. Gar nichts tust du, Sophia! Ach, willst du deine Mama für dich kämpfen lassen, Junge? Jetzt geh und hol dir zurück, was dir gehört. Vorher möchte ich dich in diesem Haus nicht sehen. Ja.
Haus auf die Schnauze! So. Nimmt sogar ein Klavier gehabt. Maschinenkommandant für Wesslers Brief. Feuerstelle. Der Busch leuchtet. Oh, hier ist noch was. Tante Williams Brief. Geht's in den Keller? Selbst verrottend im Grab, wäre ich ein besserer Vater als du. Ja, Schrottteile, Notiz des jungen Billy. Ich schwöre, ich werde ein guter Junge sein, ja. Sonst nicht, ne? Gut, dann gehen wir mal nach oben. Das ist anscheinend das Kinderzimmer von Billy. Sieht zumindest so danach aus. Hier lagen wir, und da ist die Tür. Könnte sein. Hey! Sohn, ich hab versucht, vernünftig mit dir zu reden. Ich hab bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag versucht, es dir einzubläuen. Aber nichts funktioniert. Jede Nacht wächst du mich mit diesem Lärm auf. Egal, wie oft ich es dir sage, im Keller gibt es keine Monster. Tut mir leid. Nachts sehe ich sie. Ganz klar vor mir. Sie kommen, um Mama zu töten. Gut. Dann machen wir Folgendes. Nimm die hier. Wow. Wir beide gehen jetzt runter in den Keller. Und wenn Monster auftauchen, erschießen wir sie. Direkt zwischen die Augen. Manchmal ist es am besten, sich Problemen direkt zu stellen. Verstehst du das? Ja, Papa. Sophia, bist du dabei? Siehst du sie? Nein, Papa. Die Monster sind weg. Ja, ich glaube, wenn du nichts Schlimmes tust, kommen auch keine Monster, mein Sohn. Haben sie wohl ein für alle Mal verscheucht, was? Kann ich die Waffe behalten? Was will denn ein 10-Jähriger mit so einer Knifte? Ich sag jetzt mal 10 Jahre, also älter wird er wahrscheinlich nicht sein. Was will der mit so einer Knifte? Gut, wir sind hier in wilden Amiland, aber trotzdem. Oh. Das ist ein Zimmer. Nicht, nicht, nicht. Alles verfallen hier. Zehn Jahre war ich nicht mehr hier.
Hab eine 800 Hektar Ranch am Forneysee. Hab im Radio gehört, dass du in der Nähe von Roswell gesehen wurdest. Ich dachte mir schon, du würdest herkommen. Nichts hier drin hat schlimme Erinnerungen. Warum bist du dann hier? Willst du dich verstecken? Brauchst du Geld? Tja, da bist du auf dem Holzweg, mein Sohn. Zum Betteln ist es zu spät. Nichts kann wieder gut machen, was du uns angetan hast. Wenn ich an meinen Vater denke, denke ich nur an Gefluch und Frost im Gesicht. Wann benimmst du dich mal? Du bist aufsässig, undankbar, dämlich und mit schmutzigem Mundwerk. Ich hab gesehen, wo es für dich hinging. Ich war selbst mal in dem Loch und hab alles getan, um dich verdammt nochmal da rauszuholen. Was willst du denn noch? Ich wollte behandelt werden, als hätte ich dir... Was bedeutet nicht wie Hundescheiße an deinem Schuh? Ich hab mir den Arsch aufgerissen. Aber du warst nicht zu retten. Bist du jetzt so ein Superkiller-Terrorbombenleger? Du bist auf der falschen Seite. All die Jahre habe ich versucht, was zu bewegen. Aber alle waren gegen mich. Und als der Kanzler kam, hat sich vieles verbessert. Wenn man da mitspielt, kann man ein gutes Leben haben. Frag doch mal rum! Glasgow Witch ist ein Name, den man kennt und respektiert. Alles, was du anfasst, wird zu Scheiße! Ich brauch deinen Gestank hier nicht! Ein gesuchter Mörder. Bist zur Army gelaufen, als du alt genug warst? Hast deiner Mutter das Herz gebrochen? Wo ist sie? Sie ist weg. Seit wann, was ist passiert? Tja, es gab einen großen, gottverdammten Krieg. Und jetzt haben wir eine neue Regierung mit neuen Regeln. Sie haben sie geholt. Sie ist weg. Und was trägst du da für komische Sachen? Was bedeutet geholt? Sie haben alle geholt, die nicht hierher passen. Und das ist richtig. Diese Welt gehört jetzt uns. Wir müssen dafür sorgen, dass sie christlich bleibt. Du hast sie verraten. Und? Eine Frau, die immer nur meckert und einen Jungen zu einem Mörder erzogen hat. Aber ich hab es schon immer gewusst. Du bist einfach ein großer Haufen Scheiße. Auf die Knie. Vater, ich bin dein Sohn. Auf deine verdammten Knie! Früher hatte ich Angst vor dir. Ich hätte mir in die Hose gemacht mit einem Gewehrlauf im Gesicht. Weißt du, was ich jetzt fühle? Einen gottverdammten Scheiß. Wer war da dran? Wir haben alles gehört. Wer zur Hölle war da dran? Sie ist hier. Besuch. Ich muss die Greifer zerstören.
ich überhaupt hier? Warum nicht zu Hause? Bei dir, Anya. Al? Komm schon! Das ist er. Gute Arbeit, Männer. Das ist er. Schauen Sie, General. Oh, wie schön. Wirklich? Blazkowicz! Also ehrlich? Wollen Sie mich lieben und ehren, bis dass der Tod uns scheidet? Hör damit! Möchten Sie die Braut jetzt küssen? Aber nicht vor der Hochzeit! Schicken wir ihn schlafen! Jawohl! Sie müssen sich jetzt ausruhen, während ich alles vorbereite. Meine Damen und Herren, wir haben ihn! Du hast meinen Sohn getötet! Er hat meinen Sohn getötet! Ruhig! Ganz ruhig! Hinsetzen! Setzen Sie sich hin! Er verdient den Tod! War das nur Show? Und ich bin die Hauptattraktion. Nein, 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 sag ich. Sie müssen mich zu meinem Mandanten lassen. Sehen Sie das? Lesen Sie. Ich darf mich vertraulich mit meinem Mandanten beraten. Soll ich den Richter anrufen? Dann stehen Sie morgen auf der Straße. Also darf ich jetzt zu meinem Mandanten oder wollen Sie es darauf ankommen lassen? Was soll das? Nehmen Sie die Kapuze ab! Sofort, Sie Wichser! Ach, kommen Sie! Wie soll er mit mir reden, wenn er dieses Ding im Gesicht hat? Nicht mein Problem, das bleibt drauf. Ach, meine Güte! Dürfen wir ein bisschen Privatsphäre haben? Oh, Sie sehen scheiße aus, Mann. Verdammt! Als ob Sie bald abnippeln. Wirklich, steht Ihnen nicht gut. Aber hören Sie zu, die Verhandlung ist in ein paar Wochen danach... Wird man sie hinrichten, die werden die ganze Farce weltweit im Fernsehen bringen. Der Scheiß wird aber so nicht laufen, da wir sie verdammt nochmal hier rausholen werden, und zwar jetzt. Der Plan mag riskant sein, denn die Sicherheitsvorkehrungen sind extrem, aber wir müssen's wagen. Okay? Echt? Unglaublich, was ich alles tun musste, um hier reinzukommen, obwohl ich hier verfickter Anwalt bin. Ich bin wirklich angepisst. Aber hey, ich werde so tun... Als hätten sie mich angegriffen. Und wenn die Kackwache reinkommt und sie sucht, schleiche ich mich an und ramme ihm das kleine Schätzchen hier direkt in den Schädel. Ich nehme seine Schlüssel und seine Waffe und dann rolle ich sie zum Aufzug. Niete alles um, was unterwegs auftaucht. Dann runter zur Garage, wo Bombarde, Anya und die anderen mit dem Fluchtwagen warten. Okay? Bereit? Möge die Freakshow beginnen. Scheiße. Das tut so weh. Da. Sie haben ja keine Ahnung. Nehmen wir Ihnen das Scheißding ab. Okay. Sobald wir draußen sind, kommt die Verfolgungsjagd. Ein Kugelhagel. Die haben verdammte Panzer. Wir aber haben ein Ass im Ärmel. Wenn wir so weit kommen,
Schaffen wir es. Schwierig wird der Weg zu der Garage. Hey! Hilfe! Machen Sie die Tür auf!